So, Freunde, euer Simon hier und der Alex. So, der Alex ist da. Wir trainieren zusammen hier öfter im Gym. Du trainierst im gleichen Gym wie ich. Ja, und genau. Und heute gehen wir mal der Frage nach, wie bekommt man solche runden Schultern? Du kannst gleich ein bisschen erzählen zu deinem Schulterworkout und so weiter. Wir fragen mal, was ist so das Geheimnis? Wo liegt deine Tricks? Ich muss den Simon vielleicht eher selber fragen, aber wir gucken heute einfach mal, was ich mache. Und ihr werdet bestimmt überrascht sein, wie einfach das ist. Genau, also ich gehe mal davon aus, dass es einfach kein großes Geheimnis gibt. Wie trainierst du die Schultern? Wir trainieren seinen Schulterworkout tatsächlich mit heute. Und was würdest du sagen, was macht runde Schultern? Wie trainierst du die Schultern? Runde Schultern bringt vor allem, wie ich finde, der seitliche Delt. Und da lege ich einfach extremen Fokus darauf, aber nicht in dem Sinne, wie man es vielleicht denken würde, mit irgendwelchen fancy Instagram-Übungen. Ich mache einfach Seitheben, bis ich nicht mehr kann, und dann mache ich noch mehr Seitheben und noch mehr Seitheben. Genau. Das ist wahrscheinlich auch dann das Geheimnis. Trotzdem gibt es ein paar schöne Bilder. Wir machen natürlich ein schönes Workout trotzdem. Trainierst du die vordere Schulter separat oder würdest du sagen, es reicht aus irgendwie beim Brusttraining und so weiter, wenn du schräg trainierst? Ja, genau. Da habe ich ein spezielles Vorgehen. Und zwar habe ich beim Brusttag immer die Schrägbank als Fokusübung, und da ist schon ein Teil der vorderen Schulter mit dabei. Deswegen ist es auch so meine Erfahrung. Man kann, weil es einfach Spaß macht, wenn ihr ein bisschen Power haben wollt, aber wenn ihr wirklich eher den Fokus legen wollt auf eine runde Schulter, konzentriert euch eben mehr auf Seitheben, auf die hintere Schulter. Ja. Ich glaube, du trainierst die hintere Schulter auch beim Schulterworkout mit, richtig? Ja, genau. Also wir werden das auf jeden Fall auch durchgehen, was es da für Variationen gibt, was ihr da machen könnt. Genau. Deswegen, wir fangen jetzt an zu trainieren. Wir machen jetzt das Mikro aus, trainieren. Wir schreiben euch dann immer auch ein bisschen was dazu, genau. Wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen. Und wir trainieren jetzt dein Workout. Schaut bei Alex auch bei Instagram vorbei. Ich glaube, und schreibt auch hier drunter alle Fragen, die ihr an Alex habt und so weiter. Du musst dann natürlich alle beantworten. Und, Sehr gerne. Viel Spaß beim Workout. Ich freue mich schon. Also wir trainieren tatsächlich richtig, also nicht nur für die Kamera, sondern ich freue mich auch richtig auf ein richtiges Workout. Und das wird richtig cool. Genau, los geht's. Let's go. Me and my guys too groovy, and we still get grungy, dreadlocks little Uzi, nothing but G's round here, so Gucci, them man they're gazy, don't live no movies, but me and my guys too groovy, and we still get grungy, dreadlocks little Uzi, nothing but G's round here, so Gucci, them man they're gazy, don't live no movies. I'm right round with a cutie. I'm so dirty south, she wiped me down, little boosie. Put her to my hood to a movie, been round killer since juvie. Why you think they got my friends on the wing, stressed out smoking Lucy's? Magic in my hand, Houdini. Wish I was a little bit taller, I wish I had a genie. I wish I didn't carry this thing, wish I could walk around easy. I wish you would keep that same energy online when you see me. Chopper down, you gotta keep the rounds on repeat. And we leave them on the ground, that's a receipt. I smoke a lot of weed, I could have been down with the BGs. Start them uptown with some down south G's, and we still kick doors off the Heezy. Me and my guys too groovy. And we still get grungy, dreadlocks little Uzi. Nothing but G's round here, so Gucci. Them man, they're gazy, don't live no movies. But me and my guys too groovy, and we still get grungy, dreadlocks little Uzi. Nothing but G's round here, so Gucci. Them man they're gazy, don't live no movies. Aye. Right now I'm in the big league. That's why you only see me every 6 weeks. It's playoff time, we got it for the big sweep. I done 3 lighters in the group, now I think of it, that was Misty. I was stirring up the pot till it's shaking. I had to switch it to the left, I was aching. Cookies in the Ziggy that I'm making. I was born for this shit, mommy should've called me Jason. Jewelry them go when I say so. Mac 10, real know nothing about Draco. My dog hit a move in the morning, then he went gym in the same clothes. Next week out, Kanko.
Cancun, spending all the pesos. Me and my guys too groovy. I mean, still get grungy. Dreadlocks, little Uzi. Nothing but G's round here, so Gucci. So, wir sind durch. Vielen Dank für die Einblicke in dein Schulterworkout. Von mir ein kleines Fazit an unsere Zuseher. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, es gibt keine wilden Geheimnisse, keine Spezialübungen oder irgendwas, sondern, und ich würde es jetzt wirklich mal zusammenfassen, und wenn ihr den Kanal verfolgt, dann wisst ihr, dass wir gar nicht weit auseinander sind. Intensität, auch ruhig schwer trainieren. Ihr habt vielleicht gesehen, einige werden jetzt auch schreiben, oh, total abgefälscht. Richtiges Abfälschen ist in Ordnung. Wenn ihr den Muskel fühlt, wenn ihr richtig abfälscht, richtig in den Muskel, wenn ihr dadurch sehr viel Gewicht bewegt, besonders beim Seitheben, um diesen ersten Teil wirklich zu fühlen. Also intensiv, schwer, auch manchmal ein bisschen stumpf. Also wirklich, ich glaube, ich habe noch nie so schwer tatsächlich isoliertes Schulterworkout trainiert. Ja. Und es geht. Deswegen ist für mich jetzt auch total geil, einfach mal zu sehen. Ne, also man denkt immer so intuitiv irgendwie, okay, bei mir so bei 20, 22 höre ich bei seitdem auch. Aber es geht mehr. Ne? Es geht absolut mehr. Also ich habe anfangs auch mit einer zu guten Form trainiert, dann zu dirty trainiert und dann habe ich so beides für mich rausgefunden. Das ist wirklich der Knackpunkt. Ich sag mal, die Form, die ihr am besten fühlt, aber trotzdem am meisten Gewicht bewegen könnt, da macht ihr die Gains. Ja. Also abfälschen so weit, aber dass ihr es eben fühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Muskelgefühl, Intensität, Progression, würde ich ganz klar sagen. Genau, Progression, wirklich. Auch bei Isolationsübungen. Denkt dran, ihr müsst euch nicht nur beim Bankdrücken verbessern, sondern ihr habt hier gesehen, also ich behandle, und das ist bei mir auch ähnlich, ich behandle Seitheben auch wie eine Grundübung, so vom Gedanken, dass ich mich da auch versuche, extrem zu steigern. Auch Reverse Butterfly, also ihr seht, soweit sehr viele Sätze, das fand ich heute interessant. Also ich mache auch recht viele Seithebensätze, so viele vielleicht nicht, aber das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Trainiert wirklich auch ein bisschen intuitiv und einfach mit Power und mit Lust. Das würde ich so zusammenfassend machen. Also vielleicht ein kleines Schlusswort noch dazu. Sucht euch lieber eine oder zwei Übungen raus, die ihr richtig, richtig gut fühlt und macht mehr von diesen Sätzen, anstatt dass ihr fünf Übungen habt, die ihr so Larifari irgendwie fühlt. Und dann habt ihr voll viele Sätze gemacht, ihr spürt den Muskel aber nicht richtig. Also das ist meine Devise. Absolut. Und deswegen so viele Sätze seitheben, weil es einfach die Übung ist, wo ich das so gut spüre, dass ich denke, ich brauche keine andere Übung. Genau, und so könnt ihr euch eben auch in diesen Übungen eben verbessern und macht eben die Progression. Und ich würde sagen, warum sind deine Schultern so rund? Weil du auch so viel Power da drin hast. Also man sieht immer ganz gut. Es ist sicher... Unter anderem auch wirklich so der Punkt, den du gesagt hast, Progression. Ich achte so wirklich, wie viel habe ich genommen? Wie kann ich mich selber herausfordern von Training zu Training? Das heißt, du hast nicht so schon angefangen mit so viel Gewicht? Nein, ich habe angefangen irgendwie mit 5 Kilo. Das meine ich halt mit auch. Ne? Also fangt langsam an und steigert euch da wirklich gezielt. Ja. Deswegen geht bei Alex auf Instagram vorbei, schreibt hier drunter Fragen, schreibt bei ihm drunter Fragen. Ja. Schön, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, wir trainieren weiter noch und tauschen Tipps aus. Das ist tatsächlich so, wir gucken immer und so weiter. Man kann immer vom anderen auch noch lernen. Und wie gesagt, heute für mich total geil. Ich kann noch schwerer trainieren. Das ist für mich auch sehr, sehr cool. Deswegen vielen, vielen Dank. So, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Besten Supplements Body Nutrition, die besten haben wir am BAP-Ware. Bis dahin, euer Simon. Und Alex, genau, andersrum. Bis dahin. Me and my guys too groovy. I mean, still get grungy. Dreadlocks, little Uzi. Nothing but G's round here, so Gucci. Them man, they're gazy. Don't live no movies.